So, und da sind wir wieder hier zur nächsten Folge. Wie versprochen, wir versuchen das Flugzeug in der ersten, im ersten Dürfte Anlauf nicht so schwer sein. Zu holen. Ist das nicht so voll, meinst du? Nee. Die Drohne ist oben. Schick mal gerade die Drohne rein. Ach, hast du schon. Weißt du denn, wie man ein Flugzeug hier in dem Spiel steuert? Ich vertraue auf die Steuerung von GTA. Kann's losgehen? Heißt das oh, ja? Okay. Ja. Okay, das sind mehrere noch in der Halle. Bin aufgeflogen. Oh, danke. Jo. War meine Rettung. Ich hab schon. Du sollst den Typen treffen. Oh nein. Ich hole erstmal Dokumente. In der Zeit verreckst du fast. Ja. Aber nur fast, oder? Ja, nein. Von? Raus. G-Typen, zwei Stück. Granat. Ja, okay. Noch dahinter, kommt direkt dahinter. Noch was? Weiß ich nicht. Und die Spritze ramm ich dir. Oh, in die Brust. Oh, naja, aus der Entfernung, okay. Ist da noch was an Campern? Ich glaub nicht, das war's. Sondern jetzt einfach YOLO hin, ne? Da ist noch was. Ja, hinter mir irgendwo. Also ich hab was gehört, aber. Warte, hier kann man noch Punkte bekommen. Naja, ich warte mal, ne? Ja, ja, mach schon mal den Motor. Hello. Ja, ich. Batch, hier sind noch Dokumente, ich komm direkt. Hier ist noch Muni. Warte kurz. Und noch Dokumente irgendwo. Ich komm direkt. Ah ja, ciao. Die Startbahn lang genug? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Si, ich hab die Borregas an El Pozolero geliefert. Er hat die Zutaten für seinen Eintopf, dieser Wichser. Ich weiß auch nicht, wo man das hinbringen soll. So, let's go. Scheiße, ja. Bin noch nie im Flugzeug geflogen. Ezo. Wo muss das überhaupt hin? Ah, das ist grün markiert. Links von uns. Da unten. 2,3. Da unten direkt schon. Ich hoffe, du kannst das Ding landen. Zum Glück ein Fallschirm dabei, aber dann ist die Mission. Jetzt zündet man einen Fallschirm. Mit Space-Taste, wenn du im freien Fall bist. Aber du musst da landen, ne? Das ist eine Wüstenpiste. Keine richtige Landebahn, eine Wüstenpiste, die rote. Machen wir quasi den Motor schon mal fast aus. Du musst tiefer, viel tiefer noch. Tiefer. Noch tiefer. Viel tiefer. Und landen. Hochziehen. Boah, das sieht gut aus. Stoppen. Dabei. Ja, siehst du, perfekt. Ja. Hättest du nicht so einen guten Co-Piloten wie mich, ne? Ah, ja. Kannst du mir einen gefallen, du mal vorne ins Rotorblatt reinrennen? Danke. Passiert guck mal, nichts. Wie die direkt an der Geier gekommen. Nein, das ist unser Heli. Nein. In Amma 3 wäre ich tot. Aber hier nicht. Nein, die bringst du nicht. Hast du jetzt gerade. Was? Einen von denen. Nein. Liegt da einer tot oder was? Sag kurz so aus, ne? Wir haben Heli, ne? Komm. So, nächstes Ziel. Hier oben. Hinter uns. Genau hinter uns. Auf der anderen Seite. Krass. Ja, nicht ganz. Okay. Also, ja. Was ist das? Das gibt für uns nochmal Punkte zum Skillen. Das ist. Stehen Sie den Hubschrauber. Sollen den Hubschrauber dort stehen? Lebensmittel. Das heißt, da weiter hoch und dann ja, nicht direkt dort, ja. Ey, ich kann hier draus direkt eine Drohne starten, ne? Als ob. Ist ja mal mega geil. Ich sehe eine kleine Gruppe Tank aus. Ich spotte nämlich schon. Aber konnte nur eins spotten, weil wir zu weit weg waren jetzt. Ist ja mal mega geil. Ey, bleib mal in der Luft, ich klär alles von oben auf.
Jetzt im Ernst. Okay. Ich kläre mit der Drohne von oben auf und er schießt hier auch von oben. Du musst nur stillhalten. Stopp, stopp, nicht näher. Ja, es ist gar nicht mehr so einfach. Ein bisschen weiter nach links. Ah, wir fliegen auf, ne, flieg weg, flieg weg, flieg weg. Scheiße, scheiße. Flieg weg, wir werden gejagt. Lande lieber doch dort. Ah, oh, scheiße, das wäre so geil gewesen, wenn das treffen würde. Ich kann so nicht treffen, ne. Ja gut, der Heli. Ja, das ist unser Heli, den wir brauchen, ne. Ja, und wie sollen wir das jetzt machen? Hinterher fliegen? Also ja, abknallen bringt mir nichts. Probier mal. Ne, das bringt mir nichts. Wir brauchen den Heli-Heil. Bringt mir nichts. Flieg hinterher. Flieg mal so nah wie möglich dran. Halt mal Abstand vom Heli und schau mal, ob der da landet, dann können wir ihn da vielleicht holen. Fliegt der mit irgendeinem Ziel irgendwo hin. Hast du Aufklärungsidee? Ja, ist egal, solange der nicht von uns will. Lass das. Ah, jetzt hat er uns wieder entdeckt. Hau ab. Halt mehr Abstand. Der wollte landen, aber hat uns entdeckt. Ah, jetzt hat der uns entdeckt. Shit. Ah, wir haben Stern. Flieg weg. Flieg weit weg. Das ist immer so einfach. Wird das überleben? Nein, ja, aufgegeben. Ja, wo ist der Heli? Ja, wieder da oben. Wir können wieder nach oben fliegen. Aber jetzt am besten außerhalb landen und dann holen wir uns den Heli. Bevor dann Pilot einsteigt. Du kannst einmal die Drohne anschmeißen, während ich dann rüberfliege. Ja, aber nicht lange, weil die Reichweite irgendwann weg ist. Ja, dann startet man. Du bist ja schneller mit der Drohne. Ja, ja. Startest du die jetzt. Kannst du ein Stück hinterher fliegen. Unterwegs? Nee, ist schon weg. Und jetzt? Ist genau rüber. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da ist auch Zivilbevölkerung dabei. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Mehr sehe ich nicht. Scheint gut zu sein. Bereit? Ja, warte, wenn wir jetzt schießen, dann rennen die sofort wieder zum Heli und hauen mit dem ab. Ja, wir müssen die am Heli direkt erstmal treffen. Alles andere ist scheiße. Ich mach die linke Seite vom Heli, du die rechte, ja? Die rechte habe ich nicht im Blick. Okay, 1, 2, 3. Es darf keiner einsteigen, ne? Der Rest ist auf der rechten Seite. Ja, die versuchen einzusteigen. Ja? Zwei am Gebäude direkt. Der zeigt dich nicht. Komm schon, zeig dich doch.
Wir müssen hier runter irgendwie, verdammte Scheiße. Bleib du mal hier oben und Sniper. Er bewegt sich. Wurde. Den habe ich. Halt Ausschau, ich hol den, ich flieg mit dem Heli runter. Irgendwie müssen wir da runter. Oh nein. Nein! Was mach ich? Boah, ich bin zu dumm, ne? Hab den. Ja, und ich bin down. Oh nein. Ich bin auf dem Heli. Okay, ich nehme jetzt den Heli, fliege damit zu dir. Ja, ist gut. Ich bin so dumm. Ich sag dazu mal nichts. Ja, sag einfach nur ja. Ich bin aus dem Heli gesprungen, der gestartet hat. Der Heli ist weg und ich bin hier tot. Alter, der ist richtig schwer zu lenken, das Teil. Er ist schon ein bisschen größer, das Ding. Verdammt. Zum Glück haben wir einen guten Piloten im Team. Ja. Du heilst mich von da oben, okay? Jo, kein Problem. Geil. Lange Arme. Ja, merk ich. So, go, go. 3,5 da hinten. Lago, Wasser ab. Okay. Flutwelle oder was? Tsunami? Ne, du siehst es auch, ne, oder? Ja. Ich weiß nicht, was der da treibt. Ach, das ist der Heli von mir, ne? Ach so. Den meintest du. Das ist der Führer los da unten. Keine Ahnung, ist Wasserkraft. Dann geht sich da auch Wasser halt weiter, das ist schon so. Ja. Ich glaube, du musst was höher fliegen. Weil hier ist noch nicht das Ziel. Und hier ist ein Gegner. Gegnerisches Areal. Ja, wirklich, Aqua Verde, ne, stand da. Ja. Hier, da oben musst du wohl landen, oder? Ja. Hier oben landen. Bei den Zelten, ja. Und schön gelandet. Es ist erst ein schöner Tag, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Das sind nur Ausrufzeichen-Typen. Das weiß ich gerade auch nicht. Mal sehen. Granate, Hauptsache. Aber keine Ahnung, was mit dem Ausrufezeichen-Typen ist. Ich kann da gerade nicht vielleicht finden. Wer weiß. Wo ist denn der Typ? Oder wie weit? Oh, Wolle, war nicht bestätigt. Oh, der Typ ist irgendwo da hinten. Hier kommt man nicht drüber, ne? Ne. Ist egal, ist weg. Mhm. Ist weg, ne? Jo. Ah. Lohnt es sich jetzt noch eine Mission zu machen, oder was sagt man? Oh, wir sind bei 14 Minuten, eigentlich nicht mehr. Okay, dann war das manchmal eine etwas kürzere Folge. Was machen die hier drüben? Golf spielen bei dem Wetter? Really? Seid ihr des Todes oder was? Die spielen echt Golf. Ich weiß nicht, ob die des Todes sind, wer weiß. Ey, bist du das? Der überlebt es halt noch. Warte. Komm, ich loch ein. Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Hier hinten. Oh. Okay, guck mal, ob ich treffe. So weit geht nicht mehr. Granate fliegt, nehmt das. Oh, Lord, du bist ja nah dran. Oh, die Fahne steht. Ich sehe das Loch nicht, nur die Fahne, ne?
Ja, okay. Kannst du das nachgucken? Wie ging das jetzt? Naja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Heute. Wie öfter man dieses Nachschub-Ding hier mit Rebellen-Nachschub und so weiter? Auf I. Dann auf Fertigkeiten und dann steht das doch da unten. Rebellenunterstützung, ganz unten. Da draufklicken. Ich muss, No. Das gedrückt halten. Lauf! 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 Was war das? Mörser. Muss man die markieren oder passiert das immer da, wo du stehst? Da, wo du stehst. Das ist ja mal ein Mega-Abfuck. Ja. Wie viel kostet? Ich weiß ja nicht. Nö, das muss ich nur aufladen. Naja, gut, also. Du kannst die Typen auch hier kommandieren, ne? Wenn die unterwegs sind. Ja, aber das geht nur mit deinen eigenen Mates. Ach so. Sprich, wenn ich alleine spiele, habe ich ja drei KI-Typen dabei. Okay. Mit denen kann ich das, aber wir spielen ja zweit nur, deswegen mit Freunden, also mit richtigen Spielern geht das nicht. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zur nächsten Folge. Mario, willst du was sagen? Bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.